Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr blitzschnell mit anderen euer WLAN-Passwort über einen QR-Code teilen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Dazu ziehen wir als erstes von oben die Leiste runter, drücken dann lange auf das WLAN-Symbol, bis sich folgendes Menü öffnet. Hier gehen wir dann auf den Bereich Einstellung, einfach rechts das Zahnrad vom entsprechenden WLAN anklicken, in dem ihr euch befindet. Und hier klicken wir jetzt unten links QR-Code an. Dann öffnet sich hier folgende Schaltfläche und hier können eure Freunde, Familie, wer auch immer, einfach den QR-Code mit der Kamera abscannen. Und die werden dann direkt mit dem WLAN verbunden, in dem ihr euch befindet. Ihr könnt dann hier unten links das Bild auch noch speichern. Und wenn ihr das habt, bekommt ihr das in eure Galerie. Ihr könnt es dann natürlich ausdrucken, auch den QR-Code. Dann könnt ihr den zum Beispiel in euer Wohnzimmer hängen, in einen schönen Bilderrahmen. Und wenn ihr dann Besuch bekommt, können die Leute einfach von eurem Gastnetzwerk oder von eurem richtigen Netzwerk den QR-Code scannen. Die sind direkt verbunden, ohne dass ihr jedes Mal ein Passwort raussuchen müsst. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.